Ja, wir müssen Netze ausbauen. Es fehlen 3600 Kilometer Netze in Deutschland. Und dafür brauchen wir die Bürger. Dafür müssen wir werben. Wer regenerative Energie will, muss Netze wollen. Sonst geht es nicht. Wir müssen die Möglichkeiten der Windparks in Nord- und Ostsee mit den Nutzungsmöglichkeiten in München zusammenführen. Wenn wir das nicht machen, bleiben wir in allen Strukturen festgefahren. Sie haben immer Impulse, die Sie setzen, die andere Lösungsansätze mit auf den Weg bringen. Uns klar, durch die intelligentere Nutzung können wir quasi regenerative Energien ein Stück mehr grundlastfähig machen. Das sind Sie ja nicht. Der Wind weht nicht dann, wenn Sie in Berlin das Licht einschalten. Die Sonne scheint nicht dann, wenn zu Weihnachten die Gans im Backofen steht, sondern das muss man miteinander zusammenführen. Und das ist eigentlich die Kunst. Ja, wir sind der weltführend erneuerbaren Energien, Energieeffizienz. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir diese neuen Elemente mit vorhandenen Leitungssystemen integrieren, daraus ein neues Gesamtes machen und damit weltweit auch andere Nutzungsvorstellungen erschließen, indem wir quasi Stromnetze, die bisher nur Leitung waren von Energie, meistens Einbahnstraße, eine Richtung, variabel machen, unterschiedliche Richtungen, und wir sie mit IKT, Informations- und Kommunikationstechnologie, kombinieren und damit diese Stromleitungen einfach auch als Steuerungsbahn, als Navigationsprojekt, quasi so eine Art GPS-Projekt für Energienutzung mit integrieren. Das ist eine neue Dimension der Stromnetze, eine Verknüpfung verschiedener Ansätze. Da wir eine Weltführung sind, können wir damit auch Arbeitsplätze, Wohlstand nutzen, neben dem eigenen Vorteil, dass wir mit unserer Energie preisbewusster, umweltschonender und effizienter umgehen.